Der Vater war total uneitel, hat nie was aus sich gemacht. Ich war glücklicher. Zum ersten Mal in einer Großstadt, immer nur am Land. Da durften wir noch gehen. Später hatten wir Verbot. Durften nicht mehr ins Strandbad. Führerscheinentzug, Abnahme der Prokura, Kinoverbot. Die berüchtigten Tafeln taten das ihre. Welche Wahl blieb? Keine. Ich habe geschrien, das darf er nicht und er darf die Mami nicht verlassen. Und sag sie, Kind, da wirst du gar nichts machen können. Sie kannte ihn ja. Und da waren Vorträge und da war natürlich der Vater dazu eingeladen. Und dann ist er, also sind sie gefahren. Und man hat in einer ewigen Angst gelebt, wenn man mal ein Wort sagte, du hast zu viel gesagt, du wirst geholt, nicht? Mhm. Man hatte immer Angst. Und da hat er mich in die Arme genommen und hat gesagt, hör mal, ich liebe dich als Frau, als Weib und nicht als politischen Gegenstand. Mhm. Weiter brauchen wir nichts zu sagen.